Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ZDF hat einen neuen YouTube-Kanal eingerichtet. Am Mittwoch ging's los. Green Steps nennt sich der Kanal, grüne Schritte. Und raten Sie mal, was die da machen. Die Bild hat sich gestern furchtbar aufgeregt und hat geschrieben, so macht das ZDF Wahlkampf für die Grünen. Und viele Zuschauer sehen das genauso. Sie werden es gleich hören. Das passiert ein paar Wochen vor der Bundestagswahl und gerade da, wo die Grünen sehr schwächeln, da kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ich habe mal reingeschaut gestern in den Trailer zu, also in dem Vorstellungs- und Erklärvideo zu dem neuen Kanal. Hören Sie auch mal rein. Alle reden über Nachhaltigkeit. Wie geht das überhaupt? Wir sagen es euch auf unserem Kanal Green Steps. So, und gestern habe ich mir das neueste Video angeschaut. Da ging es um nachhaltiges Grillen. Und ich habe dabei gesehen, die Videos, die dort reingestellt werden in diesen neuen ZDF Grüne Schritte YouTube-Kanal, die werden auch in der Mediathek abgelegt. Das war dem ZDF wichtig zu sagen. Und neue Folgen gibt's immer mittwochs und freitags. Tja, wenn man mal drunter schaut unter das neueste Video, das hat etwa die Hälfte Zustimmung und die Hälfte Ablehnung, also etwa 50%, knapp 50% gesenkte Daumen. Und hier ein paar Kommentare. Ich habe es ja schon angekündigt. Reservist, tolle verkappte Wahlwerbesendung auf Kosten der Zwangsgebührenzahler für die Grünen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind dermaßen politisch beeinflussend tätig, dass es eine Schande ist, von dem aufgezwungenen Gendergeschwurbel, das die allermeisten Bürger ablehnen, gar nicht erst zu reden. Germany East, noch ein Kommentar. Die Schweizer Neue Zürcher Zeitung bringt es grandios auf den Punkt. Zitat, zwischen Gender und Klimawahn, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland junge Menschen indoktriniert. Ich habe mir die Schlagzeile in der Neuen Zürcher rausgesucht. Wir wollen das hier alles authentisch und original und ordentlich belegt machen. Das war ein Beitrag in der NZZ vom 5. Juni. Sie sehen ihn hier. Und das Fach- und Medienmagazin Media, das hat sich auch mit der Art und Weise beschäftigt, wie ARD und ZDF. Jetzt spannen wir das mal ein bisschen weiter auf. Sie kennen das ja und viele von Ihnen kommentieren das immer wieder, wie die sich gegenüber den Grünen verhalten. Da hieß es in einem Beitrag am 4. Mai, wohlgemerkt in Media, Twitter offenbart die Haltungsschäden von ARD und ZDF. Unterschrieben die innerhalb kürzester Zeit, lassen sich ARD und ZDF auf Twitter zu umstrittenen Äußerungen hinreißen. Alles nur ein Versehen von wegen. Das Ganze hat System und geschieht im Sinne eines grünen Weltbildes. Das war also nicht Gärtner, der das gesagt hat oder irgendjemand anders, das war Media. Und dann haben die sich natürlich bezogen auf einen Tweet von der ARD. Daran erinnern Sie sich noch, da wurde Annalena Baerbock, als das alles losging mit Plagiatsvorwürfen und so weiter, scharf angegriffen und dann sah sich die ARD mit einem Tweet bemüht oder irgendwie gezwungen halt, Frau Baerbock zu verteidigen. Und da hieß es dann, wie kommen Sie dazu, dass die Frau nicht gebildet ist? Schauen Sie sich die Ausbildung der Frau an, wenn das keine Bildung ist. Das ging damals ziemlich rum und einige von Ihnen werden sich daran noch erinnern. Auch in Media am 4. Mai in einem Beitrag und da hieß es dann oder war die Rede von einem redaktionellen Umfeld gemeint, waren wieder ARD und ZDF, in dem mindestens geduldet wird, dass man sich punktuell wie die Pressestelle der Grünen geriert. Dann habe ich mir das nochmal genau angeschaut. Ich hatte es ja schon angedeutet im jüngsten Video, das ich gestern Nachmittag angeschaut habe. 142 Mal Zustimmung, 136 Mal Ablehnung, gerade mal 3585 Aufrufe. Wie gesagt, die sind ja auch jung und gerade gestartet. Da ging es also um eine nachhaltige Grill-Challenge. Dann weitere Kommentare. Kusch Dream boykottiert diesen Kanal. Wahlwerbung für die Grünen, das wird von Steuern finanziert, das geht zu weit. Also sind natürlich keine Steuern, sondern Zwangsbeiträge, wir wissen das ja. Marvin, so einen Kanal vor einer Wahl aufzumachen, ist schon bezeichnend. Vor allem, wenn gerade die Lieblingspartei des ZDFs, Bündnis 90, die Grünen, in Umfragen schwächelt. Dorn84891, noch ein Kommentar. Mich würde mal interessieren,
wie viele Prozentpunkte die Grünen hätten ohne ihre Wahlkampfmaschine ARD, ZDF, ÖRR-Reform jetzt. Bambusbjörn, warum nochmal muss ich mit meinem Geld diese Propaganda finanzieren? Tja, das waren so ein paar Kommentare, die ziemlich bezeichnend sind. Wie gesagt, beim jüngsten Video die Hälfte Ablehnung, die Hälfte Zustimmung. Wir haben in der Regel weit über 90% Zustimmung hier im Kanal. Da breitet sich ein öffentlich-rechtlicher Sender einfach weiter aus, macht noch einen Kanal auf, als gäbe es nicht schon genügend grüne Kanäle. Und das wird dann auch so kommentiert, dass das für die Zuschauer, für das Publikum des Senders ein wichtiges Thema sei. Wir haben aber viele wichtige Themen, das ist das eine. Und wir haben bei Gott schon genügend Kanäle von ARD und ZDF.